kommt gerade. Oh Mann. Dieses Feedback hat eine interessante Wendung genommen. Jetzt wissen die gar nicht, worüber wir reden. Warte mal kurz, Flugtour. Ja. Ich muss halt den Stuhl mitnehmen. Ja, guck. Ah, stimmt. Guck da. Das müsste doch jetzt mal jemand filmen. Ja, wie machen wir das denn? Film mich im Spiegel. Okay, warte. Warte, jetzt machen wir hier Roomtour. Die Leute müssen noch das Badezimmer einmal sehen. Stimmt, das Badezimmer gehört zur Roomtour dazu. So. Warte, aber jetzt wissen die Leute ja genau, wie meine Wohnung aussieht. Hallo Leute, sehen Sie meine Wohnung aussieht? Ist das scheiße? Ja, das ist unfassbar. Und das, eigentlich muss ich ja Selfie-Mode machen, oder? Warte. Oh nein. So. So. Sind hier in meiner Wohnung? Das ist meine Wohnung. So. Und das ist mein Bademantel. Jetzt, geh mal weg da. Ich will meinen Bademantel zeigen, den ich genäht habe. Ach so. Da. Oh, die Batterie ist alle. Nächster. Das ist kein Bademantel. Oh, da hinten, ja. Den zieh ich mal an. Ja, zieh den an. So. Und jetzt Feedback. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt. Im Herbst. So, das war doch schön. Hallo Leute, wir kriegen gleich vielleicht noch etwas Besuch. Willkommen beim Musterer Feedback Nummer 25. Ich habe etwas ganz Besonderes mir überlegt. Und zwar, wir stellen die Kamera hin und filmen uns, wie wir reden. Wir tun? Nein. Kein Ton. Nur an der Kamera. Ach so, ich dachte ja. So. Wir könnten mal einen Stummfilm-Feedback machen. Ja. Was? Könnt ihr tun. Aber schwarz-weiß. Aber mit so Klavier unterlegen. Naja, dachte ich. Naja, wie Stummfilm. Genau, weil eine so. Wenn ihr fast kein Klavier. Dann verkloppt uns mit irgendwelchen Stöcken so ganz schlecht. Wie in jedem Stummfilm. Ja. Und klettern irgendwie rein und hoch auf meine runter. Ich bin dann die Puppe, die so an so einem Fäden. Marionette. Ja. Ja, aber Puppe, er ist irgendwie. Weil nein. Ich halt so eine hübsche Puppe bin. Doch, hübsch. Er ist dann die Dionette. Hashtag Zero. Aber Deus, wir vermissen dich. Besonders alle. Nein, wie kriegen wir das jetzt noch gerettet? Eigentlich wollte ich das schon voll aus, Digga. Eigentlich wollte ich hier voll so auf einer seriöseren Note starten, aber das ist uns nicht gelungen. Ach, ist schon gestartet? Jetzt ist schon gestartet. Ach so, okay. Was ist das? Da sind Menschen. Wirklich? Ja. Also man kann das fürs Feedback das heißt, auf jeden Fall... Aber dann hätte Peter vorlaufen müssen und das wäre unwahrscheinlich. Peter kann ja gar nicht laufen. Man kann das auf jeden Fall als Regel nehmen, je mehr Leute im Feedback sitzen, desto unseriöser. Nein, nein, das ist einfach ist, ja, so viele sind wir auch noch nicht und es werden immer noch mehr. Ja, das ist das Problem. Ja, aber trotzdem wollte ich diesen kurzen Moment hier nutzen, um mich für das wundervolle Feedback, unter dem offiziellen Nosserhaft TV Video Update bedanken. Das war echt gut. Ja, es war richtig schön. Nee, es wurde richtig toll aufgenommen, das ist echt klasse. Und irgendwer wurde hier vor Donald von seiner Mutter sich hier gekümmert, hat, euch durchzulesen. Willst du dazu etwas sagen? Also es sind halt irgendwie über 200 Kommentare. Ich glaube mittlerweile über 300 sogar. Teilweise sehr lang. Ist die eigentlich included oder ist es jetzt irgendwie gerade so ein Gast? Was machst du hier eigentlich? Wer bist du eigentlich? Ich wurde eingeladen. Bitte? Ja, du bist doch nur Social Media Experte. Du bist doch nicht sehr sozial. Du sitzt doch hinter der Kamera. Auf der Kamera. Wegen der habe ich jetzt Snapchat, also bedanke ich bitte. Oha, gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles gesagt, was sie betrifft. Und ja. Du darfst ab jetzt nicht kommen. Ach so, ging es jetzt darum, wer ich bin? Nein, auf keinen Fall. Also, das ist doch so schlecht, mal sagen. Okay. Das ist, glaube ich, ganz schlecht, gerade so. Gerade wenn das jetzt mal ist. Ja, die Fragen halten sich in Grenzen, aber ist ja okay. Ich habe gehört. Wenn ich mit meiner Klasse in Weimar bin, macht ihr was, sagt Shake It. Vor 2 Monaten. Doch. Also, wie ihr wisst, wenn ihr Feedback machen, wir recht regelmäßig. Ja, vielleicht auch jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger. Mit. Jetzt ist es schon ein bisschen zu kalt. Aber das Ding ist, also es schreiben mir echt immer mal Leute so an. Ja, ich bin dort und dort in der Klasse und komme nach Dauer und dort. Und das ist absolut kein Ding, wenn sich das einrichten lässt, da was zu machen. Kleine Anekdote, da war nämlich so ein Mädel in Weimar, die Cody, die hat gesagt, hier, ich bin in Weimar und dann habe ich gesagt, ja, okay, lässt sich machen, aber ich bin gerade in Erfurt und so und das war schlecht. Und dann hat sich herausgestellt, dass es in Erfurt ist und dann war ich, nicht in Erfurt, in Hamburg wohnt und dann war ich in Hamburg wegen diesem Double-Ding und so und dann habe ich die dort getroffen und jetzt macht sie gerade ein richtig cooles Bild
für uns. So. Also okay. Es ergeben sich halt auch immer coole Sachen, deswegen bin ich da sehr offen, mal Leute zu treffen. So. Was mit dem Bild passiert, wird sich zeigen. Nun. Stupid Religions schreibt auf Englisch zu Kalle, that guy is awesome, weil er so... Weißt ja, du, alle sitzen, alle unterhalten sich so angeregt und Daniel pennt. Kalle awesome. Kackt so ab. Oh! Welchen Timing das war. Dann hättet ihr mal die schöne Klingel hören können. Halte es bitte im Hallo? Trumpe nicht. Hallo? Wer ist da? Wer ist da? Sag mal, sie soll nochmal klingeln. Wer ist denn da? Die zu dir oder vielleicht sind das ja diese Leute, die immer so nach Jesus fragen. Ach so, ich glaube, das ist ein berühmter YouTuber, der Animationsfilme macht. Davis Schulz? Das ist wahr, verraten. Oh, Entschuldigung. Das ist übrigens ein Trugschluss, das denken ganz viele. Davis Schulz macht nämlich keine Animationsfilme. Der macht nur die deutsche Übersetzung, richtig. Das weiß doch jeder. Nee, das weiß ich halt nicht. Ganz natürlich. Ist ja auch nicht. Weißt du, weiß der ist das denn? Natürlich, ist das super klar. Das sind doch die englischen. Kann man jetzt einfach weitermachen, bis er reinkommt. Das ist halt nicht ganz klar. Aber das Davis Schulz ist auf dem Weg. Das hat mir doch letztens noch dieser Robin Hoster erklärt. Ja. 2:05 an alle Fußfetischisten. Ich weiß nicht, was da los ist. Wahrscheinlich war dein Fuß zu sehen. Füße. Ich vermute eher Maggies Fuß. Oh. Ich hasse Füße. Oh Mann, ich mag euch, wie ihr seid. Ihr seid genauso planlos wie ich. Das stimmt nicht. Oh, das ist der zwei! Was ist das? Jetzt begrüßen wir erstmal die Gäste und dann geht's weiter. Maga! Wie schön, komm mal her, bitte. Komm. Ich habe jetzt hier eine schöne Bildkomposition und ihr seid zu viel. Wir müssen jetzt aufpassen, wie das wird. Ja, jetzt muss man die noch weiter aufmachen. Ich werf meinen Rucksack ab. Oh nein, ich muss gerade meinen Platz. Nee, nicht so trampeln. Nicht so trampeln. Alter, wenn ich diese Tüte so gerne esse, dann ist es egal, was Hauptsache habe ich. Ich möchte immer so schmecken. Die schmecken auch beim Brotchen. Die machen alle totale Qualität. Jede Tüte ist auf seine eigene Art ganz toll. Besonders gut schmeckt mir Emma. Guck mal, was Emil, Anton, Mia, Ben und Frieda schmecken aber auch. Toll, ne? Wo hast du das her? So, wie ihr seht, zunehmende Personenzahl. Zunehmende Qualität. Also habt ihr doch schon aufgenommen? Ja, wir haben die ganze Zeit so eine Strähne. Fünf Minuten oder so haben wir schon gemacht. Hättet ihr nicht wenigstens Englisch machen können? Nee. Aber ganz kurz wollte ich euch doch mal einwerfen. Wir haben schon zwei Fragen. Weil dann können wir wieder ein bisschen unernster werden. Das Feedback unter den ganzen Videos und auch so von Leuten, die mich dann privat angeschrieben haben, das ist ultra krass, wie viele Leute dann geschrieben haben, so, ja, also mit ihren persönlichen Geschichten, die ich jetzt auch nicht weiter ausbreiten will, aber das ist echt super krass. Und dafür möchte ich mich bedanken. Auch wenn das jetzt was ironisch jetzt klingt, aber der Rahmen ist halt vielleicht nicht gegeben. Ja, hey. Coole Sache. Es haben echt aus dem Nichts so Leute angeschrieben mit solchen Texten. Ich habe das alles gelesen und super nice auf jeden Fall. Und halt viele Leute, die gesagt haben, ey, ihr habt mir damals geholfen oder jetzt gerade geholfen. Ich konnte keine Freude finden oder so. Und dann habe ich den Kanal entdeckt und dann konnte ich ganz viel wieder lachen und sowas. Super heiß. Sind das Texte, die man lesen darf, oder sind die nur ausschließlich für dich bestimmt? Ja, also die kann man bestimmt lesen. Das sind ja halt, wenn man die Namen zensiert, sind ja halt Geschichten. Die ein oder andere Story stand auch unter dem Video, oder? Nee, ja, teilweise halt nicht in den Kommentaren. Also in den Kommentaren auch, aber auch Privatnachrichten ganz viele. Und auch so, vor 2 Wochen oder so, als wir bei deiner Mutter zu Hause waren, hat ja auch mir schon so ein Typ geschrieben. Ultra krass auf jeden Fall. Coole Sache. Ja. Bei deiner Mutter, ja. Ja, bei meiner Mutter. Ja, bei deiner nicht. Ja, Davis. Da gibt es eigentlich die neue Synchro. Nicht Synchro, die neue Animation. In 2 Tagen. Bist du fertig mit Animieren? Ja, muss nur noch synchronisiert werden. Und warum sprichst du so hoch? Das habe ich mir so angewöhnt. Von der Synchro. Oder? Ja. Achso, okay. Das kommt dazu wegen der kalten Jahreszeit. Hier fragt nämlich einer, und hier sind ganz viele vertreten gerade eben, welche Kanäle gehören eigentlich zu euch? Es gibt so viele. Wie Dönerbuden in Neukölln oder so. Lulu. Wie was? Dönerbuden in Neukölln. Also, wir haben. Fangen wir mal an? Ja. Mit mir? Ich bin seit neuestem da. Nee, du bist ja quasi der Hauptkanal. Ja. Dir geht ja quasi alles so aus. Ja, so eine Hauptstruktur, die bei oben die Wurzel ist quasi. Nein! Warum stellst du da? Ich bin das letzte Ende von dir. Ja, ist bescheiden. Also, worum handelt es sich? Also ich mache halt so Geschichten. Mein Kanal ist Krüppel to go. Schön klicken.
Link in der Beschreibung. Vielleicht. Es ist echt blöd, dass ich keinen YouTube-Kanal habe. Also komm mit dem Gaum. Ich war da über allen möglichen machen wir über Behinderung lustig. Mobbehinderte. Mobbehinderte. Zum Beispiel Robins. Und ja, das ist so ein Kanal von vielen. Ein neuer Kanal von vielen. Genau. Dann haben wir hier unser Exemplar, unsere Frau, unsere Quotenfrau. Ja, du bist gemeint. Ja, ich bin die Quotenfrau. Mein Kanal ist. Voll. Ja, eigentlich Maggie Maus wäre eigentlich schöner. Ja, ja, aber ist halt Maggie momentan noch. Kann man ändern. Ja, ich probiere mich ganz viel auf YouTube aus. Momentan eher weniger aktiv, aber das ist jetzt wieder im Kommen. Probierst du dich gerade passiv aus? Ja, kann man so sagen. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ja. Tut gut. Sie genau, testet mal, wie das so ist, so eine kreative Phase zu genau. Genau. Einfach mal ausprobiert, nicht zu tun. Ja, einfach mal alles ausprobieren, alles mitnehmen. Genau, aber da kommt jetzt demnächst wieder ganz toller Content. Entschuldigungsvideos. Wir haben da, ja. Auch Aufklärungsvideos. Aber auch Aufklärungsvideos. Ganz tolles Tutorials rauskommen. Also, das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Da plant sich Großes. Abschlussmund. Ja, das Armlock ist ja auch hier vertreten. Ja, wenn ich den Kanal aktiviere, werdet ihr das erfahren. Okay, machst du auch Entschuldigungsvideos? Ich mache Entschuldigungsvideos. Ich mache nicht gelistete Videos, die ich meinen Kollegen zeige. Alles, was man halt so auf YouTube findet. Wenn man das findet. Was man halt nicht tut. Sind nicht gelistet. Dann 3, Dudelsack 3 war dein Name, gell? Ja. Hast du es jetzt geändert in Davis Schulz? Genau. Ich mache Musikvideos. Was? Nee, was? Ich mache Synchros und Sketches. Ja, so ungefähr. Schon. Ja. Und ihr könnt ja mal vorbeischauen. Ja, die Promo hast du nötig auf jeden Fall. Genau, ich spreche da ein bisschen tiefer. Ich habe auch schon ein paar Abonnenten gesammelt. Jo. Kommt vorbei. Jo. Wäre geil. Ich wurde neulich in der Stadt angesprochen, tatsächlich mit dem Satz: Ey, bist du nicht der, der Nosferafotz verwaltet? Das war ziemlich geil. Also, es wäre echt lustig, es war so ein 12-Jähriger oder so, es wäre ziemlich lustig, wenn er wirklich nur Nosferafotz kennt. Es könnte ja welche geben bei der Masse. Was? Was gibt's noch? Ja, es gibt ja noch mehr Kanäle. Ja. Die sind alle nicht relevant. Ja. Ich habe das ja in dem letzten Video oder in dem vorletzten oder was auch immer gesagt, dass ich das so ein bisschen zusammenstauchen will, dass wirklich nur Nosferaf TV, Nosferafakt und Nosferafot so die drei Dinger sind. Ich hatte ja sogar noch einen Gameplay-Kanal, einen Skateboard-Kanal. Also, Susi Lee wird nicht mehr. Gerade nicht so. Okay. Nee, da aktualisiere ich jeden Tag und weine jetzt. Ja, also Susi sind zwei Jahre. Könnt ihr euch angucken? Susi Lee TV, ja, mit ZY Susi und Lee mit Doppel E. Und buchstabiert ist es dann anders. Aber das wird halt nicht aktiviert, aber da sind halt noch alte Gameplay-Videos von mir drauf, die teilweise sehr gut sind. Sehr gut. Und jetzt schon auch? Sehr gut. Ich komme nicht drauf. So Machinimas sind das teilweise. Also genau. Hier das mit dem Windows Edge. Zum Beispiel mit dem geilen Rap. Ja, mit dem. Ich rappe da auch. Ja. Vor 6 Jahren. Ja, war halt am Anfang auf Nosferaf TV. Und ein Video, ja, das war damals das meistgeklickte Video auf dem Hauptkanal, also Nosferaf TV. Das war einfach nur so ein 60 Sekunden Hippie-Flip aus Skate 3. 100.000 Aufrufe. Bam. Richtig gut. Nun, wir sind nicht durch. Ich habe hier noch zwei Kollegen, die auch Kanäle haben. Dion, Ranto. Ja, ich mache auf meinem Kanal, da zensiere ich Pornos. Da schneide ich alle Sexszenen raus aus den Pornos. Und dann lade ich die auf. Ja, aber im Moment habe ich halt gerade so einen Rechtsstreit in der Backe. Also, das liegt halt daran, weil man halt die linke Backe gesehen hat von einem Pornodarsteller. Und der wollte das halt nicht, dass das im Internet landet. Also könnte sein, dass mein Kanal im Moment ein bisschen gesperrt ist, aber Ja, wir bauen ja gerade so unser Netzwerk auf. Ja, das sagst du als wir auch schon seit 3 Jahren so ein bisschen. Und es gibt dann auch bald T-Shirts.
unser Kanal? HD? Was HD Covers? HD Covers? Ja. HDCUVERZ. Ja. Ist der noch aktiv? Natürlich. Jeden Tag ein neues Video. Oder ein Entschuldigungsvideo. Wir haben nur angefangen mit dem Prozess. Ja. Auch langsam wieder. Ah, der wurde doch jetzt reaktiviert, oder? Ja, genau. Gut. Gut. Also, dann hätten wir das geklärt. Irgendwann gibt es bestimmt auch mal eine Website. Da ist das alles dann ganz detailliert. Wer sollte die machen? Weiß ich nicht. Jemand aus dem Netzwerk. Geisteskrank sagt, dass A von krank ist übrigens gefühlt. Hä? Du bist nicht gemein. Ich will sich nicht bei ihrem Scheiß rausreden. Jetzt sabber dich nicht voll und. Nee, Peter ist richtig gut manchmal unterwegs. Manchmal. Also unterwegs. Nur wenn er ein Fahrrad hat. Hat gepasst, also Musikunterlegung und so. Ich habe so ein ganz entspanntes Lied untergelegt. Mann. Echt, hast du? Habe ich, ja. So ganz leise. So ein japanisches Ding. Nee, da habe ich es laut gemacht. Es war wirklich die ganze Zeit leise drunter. Bin erstaunt, dass ich mir ein Video von über einer Stunde auf YouTube reinziehen konnte, ohne einzupennen. Ihr seid die Ersten, die das geschafft haben. Ach so. Also das letzte Feedback. Ja. Was war da noch eigentlich? Was war das? Ich habe auch das wahre Video auf Nosferatu-TV habe ich auch mit Musik unterlegt. Ich überlege nur gerade trotzdem, welches. Ist das nicht das mit der 2? War es im Park das letzte Feedback? Nee, das war nicht. Das war in der 13 auf der Couch. Ah ja, stimmt. Wo du teilweise vorgelegen hast. Chris, ach so ein Kack, fragt, ob dieses Jahr wieder ein Evil Center Video kommt. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Kann es aber jetzt wieder in Weimar, theoretisch, jetzt gerade nicht. Aber theoretisch ist er wieder da über längere Zeit. Und der macht bestimmt mal wieder den Weihnachtsmann, weil ich habe das ja letztes Jahr gemacht. Aber der hat bestimmt auch mal wieder Bock drauf. Das wäre schön. Ja. Ein gewisser Fan. Phantom. Kannst du das lesen? Peter! Die O's sind Nullen, das krieg ich nicht hin. Finde es? Fan-Null-Zer-Null. Es ist immer toll, wenn mein Name vorgelesen wird. Ihr sagt das so schön. RockGamer04, kann es Schild hart ab. Er muss mal wieder zum Friseur. Ja. Zum Frisur. Das war aber echt witzig, weil im letzten Feedback hing Kalle halt echt nur da. Also er lag halt echt nur so am Rand. So halt aber nee, als es zum Rap ging, war das Hangover? Ja, aber sonst echt, ja, es war Hangover. Heute vertritt ihn, wie gesagt, Jendrik. Ja, ich bin auch gerade Hangover. Gut. Und zwei Tage. Hangover. Ich kann das ja jetzt mal offiziell machen, Leute. Jedes Mal, wenn ihr nach um 5 ins Bett geht, ist der nächste Tag ein Hangover Day. Egal, ob ihr getrunken habt. Nur wenn ihr schwach seid. Aber was ist bei mir? Also dann bist du sehr schwach, Franz. Was ist bei mir? Ich fange halt um 5 an zu arbeiten. Morgens. Ja. Nee, das schläfst du ja vorher. Dann warst du ja vorher schon im Bett. Das ist okay, Leute. Das ist okay. Also dann hänge ich den ganzen Tag trotzdem over. Übrigens kann Kalle noch nicht zum Friseur. Der geht am 28. zum Friseur für ein Casting. Aber davor filmen wir noch etwas, wofür seine langen Haare benötigt werden. Und nur deswegen hat er die so lang wachsen lassen. Nicht, weil er faul ist. Darf man sagen, für was er sich casten lässt? Das weiß ich ehrlich gesagt auch selber nicht. Ja. Und er weiß auch noch nicht, ob er angenommen wird. Also mal gucken. Ja, Fernseh-Guerilla sagt, ist ja traurig, dass in Waldorfschulen noch nicht mal lesen gelernt wird. Ach so, ich glaube, das ist so eine kleine Seitenhiebe in deiner Richtung. Ist das so, ja. Willst du zurückgehen? Dafür kann ich meinen Namen tanzen. Und das ist auch sehr wichtig. Aber kannst du das auch lesen, dass jemand anders tut? Lesen wird er nicht mehr. Kommt drauf an, wie schnell das macht. Oha. Geht's vom Engel her? Okay. Vielleicht eine Frage, die zuerst von Herodes beantwortet werden kann, weil er hatte einen großen Pool, aus dem er schöpfen kann, glaube ich. Okay. Welche Animes habt ihr gesehen? Alle beantworten sie. Also die Frage. Was hast du so gesehen? Ist Heidi nicht ein Anime? Ja. Habe ich damals geguckt. Ja, Heidi ist tatsächlich ein Anime. Ich habe aber tatsächlich auch nicht so viel Anime-Schiss. Ich habe erst letztens wieder Heidi Bilder ausgesucht und dann fiel mir auf, dass das. Warum? Das geht jetzt zu tief. Das kann doch jeder sehen, das ist aber nicht interessant. Okay. Gut. Ja, und dann. Ich hab doch gesagt, das war's. Naja. Aber nein, okay, ich wollte weiter. Ja, genau. Das ist ja schön, dass es der englische Stil ist. Und dann dachte ich so, selbst die Deutschen sind so auf die Nase gefallen, dass sie nicht wissen, wie man ordentlich Zeichentrickfilme macht.
Sorry, Leute. Nimm dir mal die Haribo weg, ey. Ja, Peter, du kannst. Wir haben übrigens Peter eingeladen, weil in den letzten zwei Feedbacks wurde zu wenig gehustet. Ja, da war der Ton zu gut und hat das so gut verstanden. Es gab gar keine Beschwerden. Ja. Entschuldigung. Warum soll ich im nächsten Video dabei sein? Im nächsten Video dabei sein. Nächsten Feedback. Alles klar, machen. Also in dem jetzt sagen wir mal Bescheid. Im nächsten Feedback. Ja, der Marouche hat sich das verdient. Keno Marouche, vor einem Vierteljahr kam Feedback raus, weil alle sich immer lustig gemacht haben, dass ich bei Kaufland arbeite. Ha? Sagt der Marouche, ja? Okay. Echt? Ja. Echt jetzt? Und wo ist der jetzt gerade? Nein, ich meine, dass da sich lustig gemacht hat. Also ich habe mich... Haha, der ist gerade nicht da, der räumt Schubladen ein. Nein, echt? Schubladen. Zitat. Oder was? Ist egal, weiter. Guckt es euch an. Steht auf die Werbung. Dann musst du das genaue Feedback benennen. Kamen letzten Jahr nicht so viele. Die sind halt auch alle nicht so lang, da kann man schnell mal. Ich würde das schon durchgehen. Eins, wo du nicht dabei bist. Dann. Richtig, das erste, wo ich nicht dabei war. Im letzten Jahr. Maggie. Mhm. Love and Peace 951 sagt, ihr wart auf dem Highfield, als Gamescom war und ich habe euch gesucht und gefunden. Okay, ist keine Frage. Müssen wir jetzt nicht noch alle die Fragen beantworten? Halt, ja. Hat eine beantwortet. Ja, was habe ich gesehen? Elfenlied, Death Note, Attack on Titan, ein bisschen. Ja gut, der ersten schon ein paar, wenn man sowas wie Dragon Ball, Detective Conan, selbst Cardcaptor Sakura habe ich als Wands geguckt, was weiß ich. Ja, ich habe nur Dragon Ball geguckt. Ja, eher. Ich hab nur ein. Aber auch nur wenig. Ich hab vieles geguckt, weil ich musste gucken wegen meinem Bruder. Aber ich hab nur ein Anime gefeiert. Und das war. Reifen die. Bungo Faust. One Piece. One Piece. Also, One Piece ist das einzige Anime, was ich mir geben kann. Und der Rest ist alles nur. Und Sailor Moon habe ich selbst. Oh ja, als kleine Wand habe ich das geguckt. Alter, das ist alles Anime. Kickers habe ich noch geguckt. Ja. Das war das mit dem überdrehten Fußballspiel. Ja, ja. Fand ich aber geil. Ich habe da eine Folge gesehen, ich habe es nicht verstanden. Ist eigentlich Avatar ein Anime? Weil irgendwie gibt's ja, ich schon sicher. Ja, es gibt da ganz große Diskussion, weil das ja ausgesourced ist, weil das ja irgendwie nicht Ja, aber da habe ich auch geguckt, ja. Auch nicht schlecht. One Punch Man. Was ist das? Na, weil das irgendwie gezeichnet, also weil die Storys und so alle irgendwie da sind, aber das ist halt von so einer Maschinerie gezeichnet. Keine Ahnung, in Korea oder irgendwie so. Also, ja. Diskutiert es in den Kommentaren. Ja, also ich habe übrigens Avatar gesehen, wenn man das dazu zählt. Sword Art Online, den du dir auch mal angucken solltest. Zumindest die ersten 15 Folgen. Attack on Titan. Viel wichtiger ist die Frage, wenn ich dich jetzt unterbrechen darf, weil da bestimmt noch eine halbe Ewigkeit von Animes kommt. Nee, wie viele? Zwei. Ja, das interessiert keinen. Schade. Wie viele echt, also richtige Filme hast du gesehen, die von Animes waren? Das weiß ich ja gar nicht. Also hast du zum Beispiel Avatar gesehen? Also du meinst den Animationsdings, Avatar-Ding. Mit den blauen Menschen. Nee. Ah, doch, der war schlecht. Hast du den Dragon Ball Film geguckt? Ja. Der war deutlich schlechter. Ja. Und dann gab es noch welche zu Guns. Death Note gab es auch. Zwei Filme. Das habe ich gelesen, aber das habe ich nicht gesehen. Ich habe die Animes leider nicht gesehen, aber ich habe die. Die Originalfilme hast du gesehen? Okay, das ist interessant. Das wird auch ein Film zu Tame. Auf jeden Fall, Attack on Titan hat einen guten, wie nennt man das denn, Opener-Song und Outro-Song ab der zweiten Hälfte. Das Wichtigste. Meinst du Attack on Titan oder meinst du wirklich Death Note eigentlich? Death Note. Ja, du hast Attack on Titan gesagt. Oh, ich meine Death Note. Ja. Nee, das sieht ein bisschen anders. Okay. Ja, ich glaube, die Melodie ist richtig. Gut. Man darf es auch bestimmen. Ihr wart auf dem Highfield. Maggie, du warst auch auf dem Highfield. Kannst du mir mal was erzählen? War schön gewesen? War ganz sehr schön. Hatten wir richtig viel Spaß. Hast du dazu eigentlich irgendwas gesagt? Hast du dazu ein Video gemacht? Nö. Er hat auch seinen Punkt. Ein Instagram-Selfie und ich habe gezeigt, wie wir reinlaufen aus dem Haus sind. Ja, nee, war auf jeden Fall richtig gute Erfahrung. Oh, nicht übel. Oh. Schlecht. Für unsere Leute, die uns schlecht passiert haben. Schaffst du das jetzt? Ja. Jetzt bin ich mehr im Bild, oder? Doch, doch, doch.
noch jedriges Mal. Bin ich noch? Ja, dann müssen wir es eh nicht zurückschieben, dann ist alles gut. Ja, doch. Nee, warte, ich hab nicht getrunken. Halt, stopp. Erst später noch ein Bild. Das muss dann auch wieder zu Hause hier. Ja, Highfield war gut gewesen, oder? Ja, doch, nee. Highfield war gewesen. Ich hasse das. Torte gewürfelt. Also, aber was hat das ausgedrückt? Oh, entspannt euch doch mal. Ja. Ich hätte noch eine Marke. Gute Sache, solltet ihr auch mal probieren. Das heißt, dass das wie viel hast du bezahlt, Margarete? Also ich habe 5 Euro für den Bus bezahlt. Warum blutest du denn? Und, ja gut, okay, was habe ich noch bezahlt? Noch die Fahrt. Ja, ich glaube, ich war bei 40 Euro. Aber halt mit Zugfahrt nach Leipzig. Das ist echt gut. Also war, wie gesagt, tot in die Würfel. Und dafür haben wir halt ja Sachen gesehen. Siehst du vielleicht nie wieder. Scooter zum Beispiel, ja, der stirbt wahrscheinlich auch demnächst. Also, das sind Leute, die muss man nochmal gesehen haben. Ja. Der Hans-Peter hat wirklich Action gemacht. Also, ja, da haben alle mitgegrölt, das war echt krass. Das war für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich Rammstein gesehen habe. Und zwar war schon ein Erlebnis. Ah, nice. Und auch sonst. Ja. Aber Robin hatte einen schönen Pestbeutel an. Ja, das stimmt. Okay. Dafür hast du auf jeden Fall ein Video gemacht. Ja, klar. Und von dem, wie wir reingeschmuggelt sind mit dem Band und so. Also auch noch Seraphort ist dokumentiert, wie wir kostenlos rein sind. Das war die zweite Mission. Das heißen wir natürlich nicht gut und das ist auch nur eventuell passiert. Aber ich hab's halt echt hart gefeiert. Also ich war da echt übelst Adrenalin und es war richtig geil. Also ich war da echt super gehypt an dem Abend. Und Davis Schulz, kannst du dich vielleicht erinnern, wir haben im Vorfeld gesagt, niemals kommt man da rein. Hat das irgendjemand gesagt? Hä? Bist du bescheuert? Hab ich nicht gesagt? Nein, ich meine nicht. Achso, irgendjemand da drüben vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe das halt auch nur zufällig in der Gruppe mitbekommen, in der Telegram-Gruppe. Ja? Dass es irgendjemand meinte. Ja, da hatte ich keine Ahnung. Also es gab glaube ich, einige, die das in Frage gestellt haben. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die Menge an Leuten, die es in Frage gestellt haben, mit Menge an Leuten, die da letztendlich drin waren, dass sich das überschnitten hat. Ja. Und diese Schnittmenge hat vielleicht jetzt was dazugelernt. Ist ja verrückt. Also man kann halt, man muss dazu auch sagen, wir sind halt hier darin, uns irgendwo reinzuschleichen. Also, aber deswegen war ich ja auch so gehypt, weil es halt echt ein riesiges Festival ist, so. Es ist halt echt groß. Und deswegen bin ich halt schon erschrocken gewesen. Also offizielle Bastingsleiter kommen ja immer auf mehrere. Ja. Also es gab da auch mal einen Testlauf in diesen Situationen für den Ernstfall, aber der war nicht erfolgreich. Ach so, das mit, ja, dann war es ja die dritte Mission. Ja, offiziell war es die zweite. Der erste Testlauf war ja. Wir haben ja Erfolgsquote. Ob es wirklich passiert ist, auch nur vielleicht. Ja. Ja. Nun, wie dem auch sei, Mojoy sagt übrigens, Arena-Shooter haben meiner Meinung nach Spawns, Waffen, Heilung, Munition, Schildpunkte, aber nicht sicher. Also, weil es darum ging, was denn ein Arena-Shooter ist. Okay. Egal. Tatsumi will wissen, wer von euch hat denn noch nicht The Witcher 3 gespielt und warum nicht? Also, so halb. Ja, warum denn nicht? Ich bin gerade in Vizima. Nicht wieder aus Vizima raus. Also, hast du es ja gespielt. Aber nur. Also, du kannst. Aber alle, die es gespielt haben, wissen, glaube ich, wenn man gerade erst aus Vizima raus ist. Dann hat man es noch nicht gespielt. Aber du hast das Poster hängen. Jendrik kann es nicht spielen, weil seine Grafikkarte das nicht mitmacht. Ja, das ja aber ich kann mir bald eine neue besorgen. Ich arbeite über Kaufland. Ja, ich habe es aber ehrlich gesagt auch noch nicht ganz. Also nicht, ich habe halt immer nur so Sequenzen gespielt. Ist halt auch ganz schön assi. Weil ich aber leider keine Konsole mehr habe und auch keinen Computer. Und ich spare gerade dafür, dass das wieder möglich ist und dann spiele ich es auf jeden Fall. Aber und außerdem wollte ich die Hörbücher gerne vorher hören und damit bin ich auch gerade noch erst. Ja. So Hälfte bin ich jetzt. Meine Empfehlung, ja. Hört euch die Hörbücher an. Sind übelst geil, ja. Es sind zwar irgendwie 80 Stunden oder so, aber scheiß drauf. Kann man ja beim Zocken hören. Ja, genau. So Witcher zockt zum Beispiel. Nee. Ich sage ganz kurz, ich mache es nicht zu einem Rant. Ich sage ganz kurz, dass mir das Kampfsystem nicht ganz so zusagt. So, das macht es aber zu einem Rant, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist schon wieder total, das ist total unreflektiertes Bashing. Wir lassen das. Ja, ich würde sagen, also, ey, ich würd sagen ey, halt einfach den Rant. Also, ich möchte trotzdem noch was dazu sagen, ja? Weil ich habe es ja gespielt und ich glaube, man kann das Spiel nicht wirklich genießen, wenn man sich, das gibt ja Beweisaufnahmen, wenn man sich 20 Minuten hinsetzt und das Spiel provokant versucht, schlecht darzustellen. Ja? Wer macht denn sowas? Weiß ich nicht. Ja, Leute gibt es. Ja. Leute gibt es. Da gibt es so ein Gaming-Tutorial. Man muss halt auch seine Erwartungen einfach ein bisschen runterschrauben. Ja? Und einfach auch den Anspruch. Ja, ich habe gehört, so geht jedes Spiel. Wenn man die Erwartung runterschraubt, dann ist jedes Spiel. Gehen wir zur nächsten Frage. Ja, Jennifer oder Triss?
Wenn ihr die Bücher gelesen habt, werdet ihr euch auf jeden Fall für Jennifer entscheiden. Ja, geht mir auch so. Lest die Bücher. Sonst, wenn man das Spiel spielt, dann sagt man natürlich so optisch gesehen vielleicht eher Triss. Hä? Vielleicht? Ich hab vielleicht gesagt. Aber wenn man die Bücher gelesen hat, dann entscheidet man sich auf jeden Fall für Jennifer. Weil, nicht spoilern! Ja, ich sag ja nur. Es wurde noch nicht gespoilert. Ja, aber wenn man jetzt die Bücher lesen will und dann denkt... Ich sag ja nur, da kommt Background-Story. Ja, zum Begriff Arena-Shooter. Jetzt. Schon wieder. Oh Gott, Alter, das ist halt noch ein Kommentar zu Arena. Ja, es ist halt ein ultra langer Kommentar. Wichtig so, dass alle Spieler mit genau den gleichen Waffen, Stats etc. starten. Ey, das interessiert mich jetzt. Lies das bitte gut vor. Weitere nur auf der Map zu finden ist alles. Keine Loadouts oder Abschlussserien wie bei Call of Duty, dadurch ist das Spiel komplett von der individuellen Skill und Map-Kenntnis abhängig. Das heißt, jeder Sieg, Niederlage ist nur deine Schuld, ohne möglichen Einfluss von Glück, Pech. Weiterhin haben Arena-Shooter komplexeres Movement als die meisten anderen First-Person-Shooter. Aber das klingt schon schlüssig, was er da sagt. Dann finde ich Arena-Shooter auch besser. Ja, ich habe, glaube ich, noch keinen Arena-Shooter gespielt. Klo-Kami sagt, seid ihr jetzt öfters hier? Ich denke doch. Dieser Kanal soll zumindest sehr gut mit Content gefüllt werden, sag ich mal. Welcher Kanal ist das jetzt? Du hast ja Fakt. Sie weiß das hier, ne? Von wann ist das letzte Spiel? Ich bin auch kein Fan. 2 Monate. Ich bin der Mitglied. Du bist Mitglied. Ich muss sagen. Noch. Maggie macht gerade die Boss-Transformation. Ja, und Robin entwickelt sich zum Einhorn. Was ist das für Quatsch? Sag mal, Maggie, trainierst du Beine? Nein, natürlich nicht. Was heißt denn natürlich? Isst du Salat? Ja, das ist noch so ein bisschen schwierig, weil ich Vegetarier bin. Aber es gibt auch. Wo kriegst du da deine Proteine her? Ja, es ist Ei. Ei ist wichtig. Hat mir nicht irgendwas. Ja, auch Ei. Hat mir nicht irgendwas für Lustiges mit Vegetarier? Achso, ja, genau. Ich war gestern. Ja, hey, mit der Plazenta. Du als Vegetarier, isst du denn eine Plazenta? Ja, also, genau, stimmt. Oder einen Mutterkuchen. Ja. Nee, es war Nachgeburt. Nachgeburt. Hier, der lustige Gag. Wie heißt die Scheide einer Veganerin? Es ist die Gemüse. Ja, knallt rein. Ja, ja, kann sehr hier, witzig. Ja, hier, witzig. Einmal drin. Aber, ey, ganz kurz, das ist gerade off-topic, aber wir bleiben danach schon hier. Also Jendrik muss um 5 Uhr aufstehen. Kann ich nebenbei das Spiel spielen? Nicht um 5:30. Welches Spiel? Oh, siehst du, ich muss einfach nur spielen. Ich weiß, das macht den Kalle. Das ich will halt durchspielen. Ey, das macht Fetz, gell? Die Kalle? Das heißt auch so, das heißt Fetz heißt das Spiel. Fetz. Das ist ein gutes Spiel. Ja, ich weiß, Fetz. Nee, ich hab's jetzt mehr von dir gesagt. Fetz ist akut. Basti, ist das ein Reim oder ein Spiel? Ich halle während des Videos einfach immer mehr an der Couch einsinkt und abchillt. Ja, sag ich doch. Teddy the Heldrich sagt, kann man sich Kalle ausleihen. So wie er da rumliegt und immer wieder blinzelt, hat er eine sehr entspannte Ausstrahlung. Das könnte ich in meinem Büro gut gebrauchen. Ich würde auch frische Mangos, Kokosnüsse und Wasser zur Vergütung anbieten. Das ist sehr schön. Davon lässt sich leben, ne? Finde ich gut. Werden wir weiterleiten. Oh, hier ist mal was Ernsteres. Das ist doch schön. No Cake fragt, Frage fürs nächste Feedback. Wie steht ihr zur folgenden Aussage? Sarkasmus ist die Krankheit der modernen Gesellschaft. Dion? Nee, finde ich überhaupt nicht. Ja, ich finde, es halt schon ein wichtiges Thema, was man in seinem Leben auch irgendwie mit aufnehmen müsste. Und man sollte auch ernsthaft drüber reden. Und wenn das den einen halt, der eine sieht es halt so und der andere so. Und am Ende des Tages stehen wir halt alle auf einer Brücke und springen runter. Also, jeder muss halt selber wissen, wie er zurechtkommt mit dem, was ihm gegeben ist. Also, ich sehe das ganz genau wie Robin. Ja. Traumhaft. Stille. Ich stimme der Aussage zu. Dion hat das schon also, gemacht. Ich habe halt nicht zugehört. Sorry, Leute. Ey. Sarkasmus. Ich habe mir kurz was ausgedacht. Scheiße hier. Ja. Nee, warte mal. Das war nicht mein Spruch. Nee, passt mal auf. Der Sarkasmus hat Donald Trump ins Weiße Haus gebracht. Stimmt. Sarkasmus? Ja, klar, der ist ein Living Meme, Alter. Das ist so. Aber Memes sind doch kein Sarkasmus. Nee, ist also, nicht. Ich auch nicht sagen. Oder? Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, siehst du? Aber es ist kein Sarkasmus. Es ist Sarkasmus nicht so ein. Ich meine, ein Kind der resignierten Aktion. Das hätte so schön klingen können. Scheiße! Resignation! Ich schneide das raus. Wir reagieren so und dann. Okay, pass auf, ich mach's noch ein bisschen besser. Jump Cut! Ist Sarkasmus nicht die Ausgeburt von Halb?
Das muss jetzt sein, ne? Piep, tritt das mal so. Und gleich muss ich ganz laut. Warte, nachher ist der Kasten nicht. Jetzt kann ich nicht mehr. So, weiter geht's. Machen wir jetzt noch einen Cut und dann. Oder. Was? Ist der Sarkasmus nicht Ausgeburt von Resignation? Ja. Wow! Das ist ja ein Gast, oder? So habe ich das nie betrachtet. Da muss ich jetzt ja, kurz also vielleicht nicht zwangsläufig, aber durchaus. Also ich glaube viel eher, dass Resignation die Krankheit der aktuellen... Also es kann halt genauso gut Desinteresse sein. Ja, beides kommt aus derselben Ecke. Also gut, ich habe es auch vielleicht falsch formuliert. Ich glaube durch also diesen allgemeinen Sarkasmus und so ist vielleicht der Hype um Donald Trump erst ein bisschen größer geworden, weißt du? So meine ich das vielleicht eher. Ja, ich glaube, der hat einfach Social Media besser verstanden. Das auch, klar. Und Populismus und so, aber... Ich habe hab gehört, da verlieren sich so ein paar Leute. Ich habe da ja. Letztens einen Artikel kenn ich auch viele. Auf Imgur gehen. Auf Imgur gesehen. Ja. Dass der, oder Imager oder so. Ja, nee. Da hat irgendwer das analysiert und vieles, was so Trump in seinen Debatten und so, dass der viel aus dem Buch, wie heißt dieses Buch über den Krieg? Mein Kampf. Genau. Aus dem Buch auch die Strategien noch benutzt. Nein! Wie heißt denn dieses von diesem Chinesen? mein Kampf. Die Art of das War. Das ist ja. Die Art of War. Die Art of War, genau. Dass er halt immer, dass er halt seinen Feind kannte und halt immer schon voraus, also dass er halt ja. Durch diese Aggression. Also er hat gesagt, dass die Lügen erzählt werden, bevor sie angefangen haben, Lügen zu erzählen. Das ist dann eh nicht mehr ewig. Ja, aber dann wird ja unter dem nächsten Feedback bestimmt viel Political Stuff stehen, wie, oh, wie finden Sie das mit Trump und den so mit Clinton, ja, das ist doch... Ja, aber ja, das ist halt gerade aktuell. Aber ich meine, dann haben wir das alles schon wieder vergessen. Und nee, aber wir machen nochmal Meinungsvideos dazu, also auf meinem Kanal wird auf jeden Fall was kommen. Auf HDK, was kommt ein Lied dazu? Also ich mache eine Synchro dazu. Ein Cover. Ich was gibt's denn original oder das Cover? Oh nein, es ist ja nicht direkt schlecht, wenn wir unsere politischen Meinung gefragt werden. Ah ja, auf was? Nur eher konkret, genau. Nicht was haltet ihr von dem und dem, sondern was haltet ihr von dem und dem, von dem und dem. Das ist super. UK. Was? Das hast du gut gemacht. Haben die Amis nicht auch was? Oder ist Onion auch? Wie bitte? Haben die Amis auch eine lustige Seite, so wie Onion? Oder Postillon? Weiß ich nicht, bestimmt aber. Postillon ist jetzt auf Englisch verfügbar. Postillon? Ja. Aber die heißen auf Onion. Die gleichen Artikel, ne? Das cool. Wo wir gerade nicht durchgelesen haben, apropos, wir sind on topic. Wir haben gerade über Onion und ja. Full Circle. Perfekt. Also auf eine gewisse Art macht das bestimmt irgendwas kaputt, weil die ganzen dummen Leute, die jetzt zum Beispiel vom Postillon die Sachen ernst nehmen und dann eventuell davon geschwängert Hass in die Welt tragen, zum Beispiel. Ja, aber das ist dann halt Dummheit. Ich versuche ja nur auf die Frage einzugehen. Okay. Klar, es ist Dummheit, aber es kann natürlich, weißt du. Dummheit gibt's sowieso. Aber ist ja nicht allgegenwärtig. Na, aber Dummheit ist allgegenwärtig. Ja. Genau, dir. Ja. Apropos Dummheit, machen wir jetzt Geschenke auf? Da hat aber irgendjemand letztens was ganz Schlaues mit Dumm gesagt. Ich weiß nicht mehr was. Dieser Einstein. Es gibt. Das war bestimmt Einstein. Das war Jan Böhmermann, der hat gesagt: Dumm! Dumm, dumm, dumm! Ja, das könnte auch sein. Jetzt klopft gleich wieder der Mann hier am Boden. Mit dem Besenstiel. Am Boden. Weil er sich angesprochen fühlte. Ja. Kommentar des Corsades sagt, wusstet ihr, dass Kalle euch für Netzkino verraten hat? Du bist nicht up to date. Der hat sich zurückverraten. Er war ein Doppelagent. Der hat uns mit seinem Netzkino-Connections-Ding auf die Venus gebracht. Das war der Plan von Anfang an. Bestimmt. Nee, die Kalle ist da nicht mehr, um die Frage ernsthaft zu beantworten. Das war nur irgendwie für 3 Monate, 4, weiß ich gar nicht. Ja, das wussten wir und das ist okay. Ja, das war mein Lebensabschnitt. Ja. Kalle hat seine gerechte Sanktion erhalten. Ja, wie sah die aus? Willst du es kurz ausführen? Er darf sich nicht die Haare schneiden. Ja. Netzkino, das ist doch die Seite im Internet, wo man legal Filme schauen kann. Das ist korrekt. Das hat nämlich mein Techniker Den Techniker. Der Dame, weißt du? Das war mir sogar dann. Ja, so dir und das ist besser. Weil sich überall festhalten musste, weil sich zu meiner WLAN-Box gewickelt hat. Ich schaue kurz nach diesen Kommentaren hier von Jennifer Zaruf. Und hier, eine Frage für Feedback. Macht noch irgendwer Musik so von wegen Instrument von euch, außer Robin und Kalle? Und könnt ihr mal eventuell irgendwann ein Filmtreffen machen?
Also vor ein, zwei Jahren habe ich noch professionell Triangel gespielt, aber die Zeiten sind vorbei. Ja, vor ein, zwei Jahren haben wir noch Fantreffen gemacht, da haben wir ihn kennengelernt. Da waren, da waren die Fantreffen halt auch ein bisschen größer. Ja, riesig. Und mit Triangel da kam auch noch. Weiß ich gar nicht. Also Jendrik spielt ja Bass. Jendrik spielt alles. Aber nicht nur so aktiv, oder? Ja, aber ich kann halt Bass spielen. Maggie, du singst. Also wir haben in der Waldorfschule Flöte gelernt. Wobei ja. Der Herr Rodes auch, der kann das auch. Ja, wir hatten sogar ein bisschen Gitarre, oder? Das habe ich nie gekriegt. Aber Gitarre habe ich auch so gespielt. Also ich kann E-Gitarre spielen, ich spiele normale Gitarre. Ja? Er guckt ja einfach. Du spielst Bass, oder? Der ist ein Verstärker. Ah, okay. Und da hinten ist eine Orgel. Aber ja. Ich spiele trotzdem nicht. Nee, aber so spielst du außer Bass noch irgendwas? Ich bin so aktiv. Aber wenn du spielst, schaust du sehr nachdenklich nach unten. Also genau das, was du mir das wollen. Ja, aber was ist eine Impression? Du hast aber auch so ein typisches Bassgesicht. Nein, er ist nicht schwarz, er ist ganz weiß. Geh auf die Knie. Muss ich hoppen. Oh ja. Ich helfe. Also mit deiner Grundaktivität kannst du das aber nachstellen auch nicht. Also Jendrik ist ja auch im Theater aktiv und kannst es vielleicht mal nachstellen. Du hast ja auch dieses Bassinstrument auf eine besondere Art und Weise gespielt während des Frühlings. Alter! Was stinkt? Das hat mich übrigens vibriert! Das hat mich übrigens vibriert, aber was ist denn noch? Ja, das ist hat sich angefühlt, als würde so eine Tüte platzen, weißt du? Das hat sich richtig geschlackert. Ey, lass uns jetzt halt hier. Also, Pamela hat das schon mal bei mir gemacht, aber das war nicht annähernd so brutal. Wenigstens können wir sagen, dass wir sehr authentisch sind. Nee, ich habe noch eine allerletzte Frage und die ist auch etwas. Das ist schon die letzte Frage. Ja, ich habe gesagt, es ist nicht so viel, außerdem sitzt er ja schon trotzdem in der ganzen Zeit. Und dann werden ja noch Geschenke ausgepackt. Das stimmt! Geschenke! Vor der letzten Frage, wegen Pointe. Ich gehe jetzt hier ein bisschen auf Sicherheit. Ja. Jetzt kommt erstmal ein Schnitt. Der da draußen fragt, bereut ihr irgendetwas von dem, was ihr alle schon mal gemacht habt? Auf jeden Fall, ach so, auf jeden Fall cool, was ihr macht, danke dafür. Gut, die Frage habe ich mir erstmal nicht ganz gelesen. Also, dass wir das alle schon mal gemacht haben. Das ist dann schwer. Ich verstehe dich gerade. Ja, vielleicht können wir es auch einfach aufs Individuum beziehen. Hey, also irgendwas, was wir kollektiv als Gruppe gemacht haben. Ach so, ja, das kann natürlich sein, so videomäßig. Weiß ich nicht. Ja, aber es ist aber spannend, kann man, ja, es ist spannender so irgendwie, hier ein Trick. Wir ignorieren einfach den Raum. Ich muss überlegen. Weil du das spannend findest. Ich bin eher am müdesten. Wir müssen jetzt erstmal alle was sagen, was wir gemacht haben, was wir bereuen. Und dann müssen wir herausfinden, ob wir das alle gemacht haben. Lass mal eine Nummer sagen. Eine Excel-Tabelle. Na, einer sagt das, was er bereut, was er gemacht hat, und sagen alle, ja, habe ich auch. Bis einer nein sagt, dann sagen wir, okay, dann müssen wir was anderes. Okay. So, morgen noch hier. Aber ich habe was Dummes. Ich hab mal bereut, dass ich schimmeliges Brot gegessen habe. Ja, habe ich auch schon. Ja, halt gut. Ja, ich nicht. Du hast mir einen schimmeligen Toast bei dir angeboten. Du hast den erst getoastet, ich habe ihn gegessen. Oh, der Ekel. Ich habe den Brot angeguckt und da war Schimmel drauf. Aber der wurde weggetoastet, also alles gut. Ich habe selber das Toastbrot schon gegessen. Also gut. Haben wir es beide gegessen. Ich bin nicht gestorben. Ach stimmt, was ich immer bereue, doch, das kann ich, weil ich vertrag nicht so gut Milch. Und ich liebe aber auch gerade, ich habe jetzt hier so richtig leckeren, selbstgebackenen Kuchen auch gekriegt. Und manchmal esse ich auch dann so Sachen, wo echt viel Milch drin ist, einfach weil ich das geil finde. Und ich kriege aber, wenn ich so Milch, da kriege ich die schlimmsten Bauchkrämpfe, die man sich vorstellen kann. Und dann so für zwei, drei Tage den schlimmsten Durchfall, den man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich so. Willst du uns das mal vorführen? Schauspielerisch bitte. Also wir haben halt der Rote Lauch geschlagen für David, damit dann die Wange anschwillt. Da können wir dich jetzt auch mal mit Milch abfüllen. Und dann geht es auch dauert ein bisschen. Ja, da können wir ja warten. Dann kommst du morgen nochmal wieder. Ja, viel weg machen. Wir hängen dich hier so eine Liebesschaufel. Immer so russisches Roulette. Ja, wir schicken so viel Bild. Wir haben uns für 5 Minuten. Ja. Nein, wir schubsen ihn an. Genau, runter. Bei dir muss rauskommen. Ja, ohne Scheiß. Ich hab das einfach. Dreh dich nicht weg, du willst Post dran. Nein, du musst das machen. Okay. Kennt ihr alle den Belantes Freizeitpark? Ja. Der Teller. Nicht mit Scheiß, aber dieser Teller.
Ja. Und da standen wir auch an und da war, da gibt es so eine leichte Tour und so eine harte Tour. Mhm. Und der dreht sich auch so und da hat irgendjemand halt gekotzt. Doch, geil. So. Und weil er sich so gedreht hat, hat so auf der Rückfahrt so voll irgendwie 4-5 Leute in so einer Reihe voll Oberkörpergesicht mitgenommen. Das war richtig an sich. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe das auch schon mal, also ich glaube, das war, unser Vater oder so. Aber es war auf jeden Fall, waren irgendwie zwei Freunde von ihm in Amsterdam oder so. Wo gibt es ja eh einige Etablissements so in diesem. Gibt es. Und die haben irgendwie, war letzter Tag und die hatten dann halt nicht mehr so viel Kohle. Und haben sich gedacht, sie nehmen nochmal so einen Laden mit, ne? Also wo es halt generell Sachen. Ich finde das nicht nett, dass du die Frau als Laden bezeichnest. Ich brauche die, weil ihr die Läden, muss ich so mal angucken kann. Frauen. So, dann hat sie. So. Und dann sind sie halt reingegangen und haben halt gefragt, so, ja, wir haben jetzt halt leider nur noch so und so viel Kohle, gibt's irgendwas, was sie uns dafür anbieten können? Und dann haben sie gemeint, ja, ja, also wir hätten da eine Show, geben was Geld und dann, ja, machen wir das mal. Dann wurden sie halt in so einen Raum geführt, der halt so komplett ausgefliest war und in der Mitte stand ein Bett. Dann haben sie sich hier auf das Bett gelegt, beide, und dann kam von oben so eine Glasplatte runtergefahren über die. Und dann kamen halt so zwei Frauen rein, haben sich nackig gemacht. Und haben dann so erstmal auf der Glasplatte so über den so getanzt und haben dann so auch so sich auf die Glasplatte gekniet und alles. Und auf einmal kniet sich halt so eine mit dem Schritt so über das Gesicht. Aber die Glasplatte ist halt dazwischen und hat halt so ein. Und kackt halt einfach. Aber nicht. Aber er hat extra gesagt, dass es nicht hart war, sondern es war halt ein übelster Durchfall. Also auf diese Glasplatte über ihn so drauf. Alles auch abgeflossen. Ja, sehr hart. Also wenn man mal nicht so viel Kohle hat, dann sollte man... Das war die Show, das war so... Das war die Show, ja. Was auch beantwortet, warum der Rauch ausgefließt. Ja, genau. Das war vielleicht ein bisschen komisch am Anfang. Hat sie wahrscheinlich Milch getrunken. Wahrscheinlich. Ey, ich habe eine Karriereoption. Ich weiß nicht, in welchem Land das dann geht, aber ja, wahrscheinlich. Bestimmt irgendwo. Naja, es gibt doch überall mal Touris, die nicht so viel Geld haben. Eben, einfach sagen, ey, was kann eigentlich doch hier in der Kuh haben? Wir hatten da so ein Spezial. Ich muss mir nur zwei Pack Milch kaufen. Das ist echt Spezial. Doch machbar. Der ganze Weg wird nicht. Oh Gott, oh Gott, okay. Schenke! Nee, Moment, ganz sogar nicht, das Schweiz, der Einzige, der sie beantwortet hat. Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich hatte auch schon mal nicht so viel Geld. Das habe ich danach bereut. Ich habe kurz ernst über die Frage nachgedacht, also so auf Film bezogen. Und also theoretisch Gamescom 2013 kann man sagen, dass gewisse Elemente davon vielleicht bereuenswert sind. Würde ich auch aushalten. Was? Ja, der Oculus Rift Part auf jeden Fall würde ich vielleicht nicht nochmal so machen. Der Rest, da stehe ich halt schon dazu, weil ich finde Wortspiele nach wie vor lustig. Und ob ich das jetzt so sage oder zu Person, ja. Aber da könnte man schon Transformation sagen. Durch, ne? Da bricht sie durch. Nein, die bricht überhaupt nicht durch. Das ist Character Development, ja. Neulich war ein Tweet auf Twitter, ja. Da ging es auch um Donald Trump, ja. David Hein, Robin Schweiger, Simon Kretschmer, ja. Haben sie so gebieft und David war derjenige, der gesagt hat, Leute, vernünftig, ein bisschen runterfahren so, weißt du? Das ist auch sein Character Development. Aha. Weißt du, früher hätte David geschrieben, Fotze. Und ja, sprich, wer es ist gerade erwachsen geworden. Boah, das Interview, das habe ich so runtergeladen. Achso, und eins auch, ich fand das Oculus Rift Ding, bis auf die Sache, dass natürlich dadurch entstanden ist, dass da so ein bisschen Ankrabbeln dabei war. Aber ich finde die Grundidee ist, die ist witzig. Ja. Die finde ich auch so. Also es ist halt nur, dass das dann halt das eine dabei war, wo du halt dann die Leute angefangen hast. Also dann die Umsetzung ist halt. Ja, ist theoretisch auch in der Idee lustig so. Ja. Und ich wusste ja auch nicht so ganz, was da passiert. Also auch so zu dem Mikro hinten und so. Und das ist jetzt eine Entschuldigung, dass du Frauen in die Titten fest, oder? Ja. Das ist ja so nicht ganz passiert. Ey, das ist ganz scheiße. Das ist jetzt wieder okay. Rappen bei der Pussy. Ja, das stimmt. Das war aber keine Pussy dabei, die du gerappt hast. Das war das Größte. Shit. Das ist vielleicht nicht okay. Aber wenn Donald Trump immer schon in der Macht gewesen wäre, wäre es kein Sexismus-Skandal geworden. Das macht nichts für mich. Nee, das war alles damals ein bisschen empfindlicher mit diesem ganzen. Ja, schon gut, dass das ganze PC-Scheiß jetzt ein bisschen wieder entspannt hat. Ja, ja. Geht und so. Und ansonsten so videotechnisch würde ich halt echt nicht sagen, was man bereuen sollte. Also fällt mir auf jeden Fall nichts ein. An sich was? Ich hab's aber auch noch nicht so ganz genau für mich. Das Video folgt.
Ja, Fremdschämen-Video kommt irgendwann auf jeden Fall auch. Nee, das ist Fremdschämen-Video. Ja, selbst hier Internet meets in real life, das hat man nicht vorhin hier im Privatgespräch. Ja, das hat ja irgendwie 50% Dislikes und wurde von Reddit, vom Subreddit Cringe, alle ordentlich tot gehatet. Aber das bereue ich halt trotzdem auch nicht. Es war halt trotzdem, also ich finde es auch heute noch irgendwo lustig. Ist halt auf seine Art, ich habe es halt hart embraced, so diese Meme-Kultur, und das sieht man im Video auch. Aber, ja. Wollt. Hast du eigentlich auch eine gewisse Ironie, das ist dann auf Reddit auf Twitch-Kon so. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. So. Full Circle. Ansonsten, Anna, ne? Hast du was getan in deinem Leben, was du bereust? nee. Irgendwas, was? Also schon. Was dich auf. Also schon ganz schön viel. Irgendwas reimt. Egal. Ja, Kuchen anschneiden. Nee, was war's? Ja, sind wir jetzt fett? Nein, weiß ich nicht. Noch jemand? Wir können gerne was sagen, wenn ihr was bereut. Was bereust du, Peter? Ich bereue euch kennengelernt. Nein. bereue, dass ich jetzt Kind vergessen habe zu atmen. Ja, ich glaube, ich wollte vor allem gerade einen Gag machen lassen. Kannst du nicht bringen. Ja, ich hatte den selben Gedanken. Er darf halt jeden Gag bringen. Das ist halt unfair. Ihr seid blau. Ihr habt nur Angst. Weißt du, die politisch korrekte Regeln üben es auf. Also die besten Gags werden halt nicht gemacht, weil wir müssen ja politisch korrekt sein. Ja, das ist richtig hart, da hat ja selbst Jan Böhmermann seine Grenzen gehabt. Ja. Da gab es ja Schulz und Böhmermann, Folge 2, glaube ich, wo dieser querschnittsgelähmte Schauspieler auch da war. Und da hat er sich nicht, da hat selbst Jan Böhmermann eine Hemmschwelle gehabt, der hat sich nicht getraut. Der Typ war ja aber auch von sich aus schwer einzuschätzen. Ja, aber der war halt super cool drauf, das hat man ja schon schnell gemerkt. Aber ich finde schon, dass man da aufpassen muss. Er hat halt Witze gemacht, auch über die Sache. Und da merkt man ja, okay, der geht immer cool um. Ja, man muss halt auch über die selber lachen können. Ich finde das immer schlimm, wenn Leute irgendwie rumheulen. Das hat Behinderter gesagt. Aber ich glaube, dazu mache ich noch ein Video auf meinem Kanal. Ja, mach das mal echt, das ist überflüssig. Triple to go. Und das Ding ist ja, wenn wir so reden, mache ich ja auch meine Witze und so. Aber klar, wenn die Kamera läuft, halte ich mich halt ein bisschen zurück. Ich mache auch Witze über Frauen. Aber die sind halt auch einfach wert. Weil sie blond. Nee, Frauen sind nicht wert. Nicht wert. Achso. Das ist halt auch gesagt. Ja, tatsächlich stimmt. Und Frauen, das sind echt so. Weißt du, in Indien. Ist das ein Tagebuch? In Indien gibt es halt. Also die. Was ist das? Was gibt's in Indien? Nicht Buddhisten, sondern Hinduisten. Bei Hinduisten ist die Frau halt. Weiter unten. Also. Er kommt Männer. Dann kommen Hunde. Tiere. Dann Schäfer und Menschen und dann Frauen. Ich weiß nicht. Was ich ihnen da dabei gedacht haben, aber die haben sich bestimmt was Gutes dabei gedacht. es hat sich halt bewährt. Komm, und merkst du, nächster Sexismus-Skandal bahnt sich halt. Ist ja jetzt entspannt. Das Gute ist, dass ich mich nicht mehr angesprochen fühle. Oh, aber ja. Sexismus-Skandal getriggert durch einen Behinderten. Ui. Oh shit. Jetzt haben wir ja ein Territorium. Das ist ja wieder ein Behindertenskandal. Ja. Jetzt trauen sich die Leute nicht zu sagen, ey, der hat doch gesagt. Stimmt, wer sagt, dass dieses sexistische ist, ist behindertenfeindlich. Du sagst das ja nur, weil der behindert ist, dass er was Sexistisches gesagt hat. Ich bin übrigens Autist, alle, die mich damals beleidigt haben. Was gegen Autisten? Spaß. Als ich einmal in Hausfrau anzufassen. Die Sache ist, Peter muss halt erstmal seinen behinderten Ausweis vorzeigen, weil. Also, es könnte jetzt halt auch einfach nur besoffen sein, ne? Nein, Mann! Ich bin nicht so besoffen! Geil. Ich bin einfach nur behindert! Ich glaube, das hat Potenzial, lass das mal als Ich finde, das ist auch ein Idee. Nein! Wir sind auf jeden Fall schon dran. Wieder aktuell mit Stargast. Da blinkt irgendwas rot, oder? Nee, das ist währenddessen auch immer nur Fotos. Geschenke! Oh. Ja, so. Geschenke! Das habe ich extra gemacht, damit ich die Benjamin-Blümchen-Torte essen darf. Ich bin sogar extra nach Peter gekommen. Dann müssen wir das jetzt auch noch machen. Wir sind übrigens jetzt hier bei Jendrik, weil Jendrik hat die Geburtstagswoche, in der er Geburtstagshitler ist. Und jetzt macht er irgendwelche Geschenke auf. Du hast doch gar nicht viel gegen Hitler gemacht. Ja eben, das habe ich doch gerade gemacht. Jetzt kommt irgendwie was. Deswegen habe ich die ganzen Spaltungen.
Ihr seid doch so, die werden scheiße. Oh nein! Scheiße, da unten! Da helfen wir uns! Ja, ja, ja. Holen wir jetzt diese Schaukel und dann legen wir uns da alle hin. Genau! Also ich bin bereit. So, warte. Was machst du denn? Ja, das doch gehindert. Wir machen jetzt weiter. Der Letzte, der kommt. Nee, wir machen jetzt Redensarten. Kann ich sie dabei essen? Und nein, ohne Hände. Das war doch eine Szenensituation. Aber so eine ganze Aber ich bin halt gut da drin. Shit happens. Ja, dann mach's halt. Also, ich muss alle sein. Sieht man die überhaupt? Ja, die sieht, sieht man nicht. Aber das hier kannst du ja mal erklären. Hast du sehen gerade? Jetzt? Ja, jetzt. Ist das so auch ein erklär mal, was jetzt gerade passiert. Darf ich das direkt tun, weil das kann ich nicht essen. Ja, mir eine, darf ich die Kamera bewegen? Mit dem Stuhl. Finger von der Torte. Ah, ja, stimmt, mit dem Stuhl. Nein, das ist jetzt ziemlich behindert. Hallo. Hallo, ey. Oh, sorry. Du hast sie halt nicht mal in den Kühlschrank gestellt. Natürlich nicht. Hier ist eine widerliche, nicht im Kühlschrank gestehende Benedikt-Torte. Ist sie jetzt schon geschimmelt? Und du darfst den Schimmel jetzt davon abstecken. Noch ein Lätzchen oder so vielleicht? Hä, hey, du kannst dich Oberkörper... Mach dich oberkörperfrei, bitte. Nee, das ist ja noch ekelhafter. Du hast keine Badewanne. Ich habe eine Dusche. Na, er ist sowieso. Nee, Franz, du nimmst so ein Eisbekind. Ich bin kein Eisbekind. Ja, aber du benimmst ihn so. Nee, warte. Ach nee, das glaube ich nicht mal genug. Nee, Franz, mach dich mal oberkörperfrei jetzt. Ach nee, wieso Doch. Muss ich mich immer ausziehen? Weil ich das jetzt gehittert habe. Also wir können es auch ganz so rausschneiden, wenn du da triggerst jetzt, aber mach dich jetzt mal oberkörperfrei. Echt jetzt? Ja. Mach dich mal frei, komm. Jetzt. Mach dich mal frei jetzt. Boah. Wir machen dir, basteln dir ein Lätzchen. Aber dann will ich nur raus. Lass es jetzt aus. Nee, ich wollte es umdrehen. So, warte mal, kann man ihn halten? So. Nee, doch nicht so. Nein, was? Lätzchen sehen anders aus. Nein, jetzt kommt noch was. Das schneidet in meinen Hals. Ja, da musst du vielleicht mal abnehmen. Mach ja. Was? Ja, aber das ist ja gut. Ja, jetzt. So. Wir fassen Lätzchen. Aber der Bauch wird auch abgedeckt. Du musst dich damit nicht bitte deck doch einfach den Bauch ab. Danke. Okay, warte. Dann reicht der Eis an der Seite. Oh, scheiße, das Kleber ist alle. Nein, reiß es durch. Reiß es durch, das kann man doch so an die Seite kleben. Und die nächste. Ja. Da kann man halt nicht. Könnt noch Kondome über deine Hände ziehen. Warum das? Geht das? Ich bin jetzt nicht. Ja, das geht mir gut. Bist du so angegliedert von mir, ja, dass du gleich gehen musst? Nö, Ecken. Warte mal. Ich auch gleich. Aber nur benutzte. Warte, hier. Oh nein, bist du dabei sogar. Ohne Scheiß. Damit er nichts esst, damit er die Hände nicht benutzt. Das ist extra, oder was? Das ist extra strong. Also, echt, aber ich willst du mir jetzt erklären? Ja, ich bin die einzige Person, die ihn zu seinem Geburtstag nach Hause gebracht hat und dann straft er mich so. Ach stimmt, aber du bist zu spät gekommen. Hey, du bist die einzige Person, für die er ein Kondom öffnet. Oh, Wildeburn. Social Media abhängig. Weiß nicht, ob wir das mit dem Kondom jetzt machen. Kommt drauf. Nein. Also, nee, ich würde halt gerne mal sehen, ob also, das funktioniert. Ja, wenn du das Kondom jetzt verschwendest, ist einer. Auf der Hände ist mein Brötchen. Kannst du die zusammenbinden oder was? Ja, zusammenkondom. Ein Kondom, aber beide nicht zusammen. So rein. Über eine Hand oder was? Nein, so. Da muss er jetzt mit der Kondom. Da in beide Hände rein. Da geht das. Oh, ist das räumt? Da kann man nicht mal die Kamera benutzen. Kannst du die mal? Ja, ich werde noch ein bisschen. 50 Shades of Grey. Führe die Kamera benutzen. Aber warte, dann nimmst du die eine Seite und nicht die andere. Ja, mach so, so geht's besser. Du musst das rollen. Alter, ich hab Finger, wenn das Ding reißt. Hab da erstmal Vertrauen. Ich poste es doch nicht. Du wirst das sehen. Roll es. Ja, ich roll ja. Boah, wie fest das ist. Ja, ja. Ich glaub schon. Die Luft rausgemacht noch. Oh, shit. Oh, shit. Ist es gerissen? Es ist oben gerissen. Oh, nein. Es geht noch. Das geht noch. Kann nicht raus. Nicht auf meinem YouTube-Kanal. Guck mal, wie schön das ist. Der mich verfolgt. Und jetzt kannst du den Kuchen lassen. Oh, nee. Du musst hinten lassen. Du willst ja angucken. Ja, du kannst es nicht angucken. Du kannst dir nur auf Video angucken. Mein Lätzchen. Mein Lätzchen fällt. So, jetzt machst du das bitte. Die ganze Torte. Ja. Aber wenn sie schimmelig ist, muss ich nicht die ganze essen. Sie ist nicht schimmelig. Du hast unter den Benjamin-Feuer. Guck doch mal, da ist doch kein Schimmel drauf. So, ne? Was filmst du denn? Der isst gerade die Torte. Ja. Ich esse noch nicht. Also ich glaube... Es ist schön, dass No-Shape im November ist. Jetzt los, rein jetzt hier. Na gut, du wirst sie vielleicht nicht ganz aufessen, es dauert sonst viel zu lang. Nö, das wird schon gemacht. Oder wir machen währenddessen Geschenke. Ja, okay. Also, wir machen Geschenke.
Franz, du isst einfach weiter. Hallo Leute, ich bin hier gerade am Existieren. Ist das von dir? Das ist von dir. Ey, ich will das aber auspacken. Aber sag Bescheid, wenn das abgeschnürt wird, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, seine Hände sterben langsam ab, oder? Ja, das ist kein Problem. Okay. Ist gut. Das muss so. Schmeckt die Torte? Sieht halt aus wie so eine Ente, ne? Ja. 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 Süß. Warte. So hier. Süß. Du bist schön. Ja, stimmt. Ich glaube, seine Hände sterben ab. Okay, kann man jemand anderes Kamera machen, weil ich mach gerade... Ja, Margarita, mach du einfach mal Kamera. Wie bitte? Nein! Oh nee, aber ich bin echt ein schlechter Kameramann. Kann mir jemand was zu trinken holen? Du musst auch nicht das Ganze essen. Aber ich will trotzdem was zu trinken. Okay. Diese Würste. Was? Ja, jetzt. Wann denn? Jetzt? Snapchat, ne? Ja. Joke on you. Das ist Snapchat. So. Aber das dauert sonst viel zu lange. Weil ich will jetzt das Geschenk Gott. So. Jendrik, passiert's jetzt? Kniest du dich bitte neben die Torte? Ah! Was? Er hat es wirklich getan! Aber knie dich mal bitte. Ist das drauf? Es ist drauf. Hallo, ich bin auf Social Media. Unglaublich. Okay. Wie damals, als du klein warst. Setz dich mal hin, bitte. Sonst hier. Ja, vor die Torte. Ey! Ja, dann. Klatsch sie ihm ins Gesicht oder so. Nein! Doch, du kannst, er kann sich nicht wehren. Er ist jetzt klar, was findest du? Gedemütigt. Oder nochmal so, was ist das? Hier muss man hin. Oh Mann, ich wollte es schon immer mal sehen. Und los! Was in die Training zu sehen? Torte! Torte! Hey, nein! Nochmal schon mal lustig. Ja, ich fütter sie doch für das. Das machen wir mal eins machen. Ich finde, gib sie doch mal diesen Social Media ins Gesicht. Ja, das stimmt. Er ist echt nicht dabei gerade. Er hat es halt echt verdient. Er ist überhaupt nicht anwesend. Ich weiß echt nicht, ob ich filmen soll. Ich dachte, das ist echt unprofessionell. Shame ist da. Machen gerade was für deinen Channel, ja? Ja, okay. Ich bin frisch. Ich hab meine Leute, die arbeiten für mich. Ich sitze hier nur so rum wie Jan Böhmermann mittlerweile. Ich sitze einfach nur im Hintergrund. Hendrik, merkst du das nicht, dass du mich zu deinem Dumm, Kerl dumm, bist. Dumm. Da kämpft lieber die Leute an der Wurzel. Ihr macht Fanservice, während hier noch Feedback kommt. Ja, von mir aus nehme ich die Toppe. Mir ist ja jetzt habe ich ihn in den Bett. Ja, los, er soll sich da hinknien. Von meinem Gesicht. Ja, das ist okay. Das ist eine gute Idee. Das würde ich tun. Nein, das muss da sein. Das ist ein Kondom. Nee, aber das sollte. Oh. Ja, das sollte auch unten liegen, damit nicht mehr Grund. Das Gute ist, dass No Shape November. Geh noch ein bisschen weiter unten. Ja, versuch mal nichts auf sein Bart zu ziehen. Okay, aber dein Hemd ist in Ordnung. Das Hemd mal, warte mal ein bisschen. Oder ist das mach dich auf, frei. Mach dich auf, frei. Das ist richtig homoerotisch. Hast du das Kondom noch über dein Hemd? Ja! Sterben die langsam ab? Nein! Schlägst du das Kondom über etwas anderes? Hast du es jetzt auch auf? Ja, bitte, auf mein Gesicht streichen. Über dein Gesicht, oder? Nee. Oh, die Hände riechen so ekelhaft. Dann so, 3. Kuchen! Nochmal, hier nochmal Stimme. Kuchen! 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 Ich sehe nichts. Scheiße. Oh, warte, Ah, hier ist auch was. Ja, erstmal. Fang da an. Okay. Hier, halt drauf. Maggie. Oh Gott. Oh Mann. Dieses Feedback hat eine interessante Wendung genommen. Wer hätte das gedacht? Willst du das ablecken? Ja. Ja, danke. Es ist so verstört. Ich wollte dir ein bisschen hintern. Wir brauchen irgendwie. Keine Ahnung. Ja, wenn ich was besonders spürstark Bescheid, dann kann ich es wegessen. Robin, ganz kräftig einatmen einmal durch die Nase. So müssen sich Stars fühlen, wenn sie an dem Punkt sind, an dem sie ins Dschungelcamp gehen. Ja! Warte mal kurz. Nee, du musst halt an die Nase noch ran. Kannst du mal das bitte von der Nase wegessen? Er legt das mal da drunter. Wieso sieht Robin aus, wenn er nicht seine Dings nimmt? Seine Bildscheiße. Ja. Genau. Dann kriegt er so Ausschlag hier. Das ist echt nicht. Und dann muss Franz kommen und das immer abessen. Was denn? Bräuchte jetzt einen Weitwinkel-Effekt. Geht's noch weiter? Nee. Ich glaube, das ist das beste Feedback. Du musst alles essen. Ich glaube auch. Ich glaube, ich mache so eine Compilation. Wie wir kurz. Ernst? Nee, ich hab das Licht an, Alter. Das ist echt richtig eklig.
Kannst du dein, das einfach die Taschenlampe anmachen? Was kann ich? Die Taschenlampe von Mandy. Alter, ich hab echt keinen Bock auf deine Barthaare. Hey! Wie kann man denn jetzt nicht von dem? Ja, weil da ist. Was ist denn eigentlich. Was ist passiert, wenn du jetzt mal ein bisschen schneller essen? Das dauert halt auch runterschlucken. Oh, ich, du bist halt mega schleimig, ey. Ja, das ist mega schlotzig. Ich versuche ihm halt auch nicht beim Essen auf das Gesicht zu kotzen. Ja, aber du kotzt in die Torte zu kaufen. Ich versuche ihm halt auch. Beim Essen aufs Gesicht zu kotzen. Alter, das ist doch heute mit dem ganzen Ja, das ist so glibberig. Guck mich nicht schon dabei. Das ist gerade echt ein bisschen strange. Ich glaube, ich bin fertig. Es erinnert mich an die Yoga-Mission von GTA. Diese ganzen Lichter über mir gerade ist echt ultra strange. Ich bin fertig, Hendrik. Du bist fertig? Oder? Ja, du bist doch leck. Ja, stimmt. Ja, ne, die ganzen Außerirdischen, die dann an Michael rummachen. Ey, du musst entscheiden, was. Also ist halt da noch was. Du willst also, dass ich das. Aber wie soll ich? Das kann ich nicht wegbeißen, ne? Nein, Leck ist weg. Echt? Also, jetzt, Leck ist weg. Robin, das ist nichts Persönliches, ja? Oh, Robin, das wird ein neuer Moment in eurem Leben. Ja! Das hat er mir gepiekt. Der Bart. Okay, das reicht, glaube ich. Du kannst dich jetzt abwaschen gehen. Das ist sehr nett. Ja, und dann müssen wir auch noch Geschenke auspacken. Darf ich das Kondom ablegen? Ja. Danke. Warte, befreist du dich? Okay. Alter, das ist halt richtig glitschig. Gut, lass mal. Es fühlt sich so an, wie Robins Gesicht aussieht. Wir müssen jetzt mal die Kamera. Vielleicht ändern wir jetzt mal den Winkel, um Abwechslung zu schaffen. Ja, du bist der Kameramann. Warte mal. Hier ist ein Winkel. Lass das hier. Warte, das ist bestimmt ein spannender Winkel. Ja, stimmt. So ist toll. Warte mal. Macht der gerade Strulli? Der macht da gerade Strulli runter. Film das, der macht Strulli da runter. Dion? Also ich habe meine Unterwäsche. Machst du Strulli, Mama Strulli? Geht's wieder? Ja, war ganz entspannt hier draußen cool. Auf jeden Fall. Da hat man auf jeden Fall die Beine frei. So vergesst nicht neue Fragen und das Video zu machen. Ja, aber ich dachte Geschenke halt rauspacken. Ja, na klar, kann man ja mittendrin mal machen. Vergesst nicht neue Fragen und das die Video sind, zu schreiben. Die habe ich von Dion gekriegt. Ja, vergesst nicht neue Fragen unter das Video zu schreiben für die nächste Folge. Wenn ich euch irgendwas unter den Fingernägeln brennt, dann sagt Bescheid, ist kein Ding. Wir beantworten alles. Aber Alter, du musst die halt echt frisch essen, die Torte. Dann setz dich so nach da. Hier, halt mal kurz. Kann ich mich nicht auf dieses Fett legen? Wahrscheinlich die Reaktion von Leben und Haut, oder? Nee, das ist ein Sprung. Nee, Kotze. Kotze. Wie ist der Gag? Es ist der Geruch von Kotze, der mit der Nase liegt. Ja, die vergammelte Milch, die gammelt ziemlich schnell. Ja, das könnte sein. Die vergammelte Milch gammelt. Also das hat er gleich komisch. Gell? Also, oh, echt, aber der ist ich hab echt den Geruch von Kotze. Ich hab gesagt, 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 ich hab ich hin? Ist es jetzt eigentlich beendet? Nee, weiß ich noch nicht. Leute, bezahlt eure Rundfunkgebühren alle nicht, wir sehen uns im Knast. Nostra-Fan-Treffen im Knast. Oh, nice, special. Das ist ein guter Plan. Das wurde übrigens auch nicht beantwortet, die Frage. Ach stimmt, ja, zum Fan-Treffen sei gesagt. Um die Frage zu beantworten. Ich hab auch ein Geschenk. Gamescom ist auf jeden Fall ein guter Anlass dafür. Andernfalls ist das immer so ein bisschen tricky, weil ich finde nach wie vor nicht, dass die Reichweite dafür ausreicht. Vor allem die tatsächliche Reichweite. Weil genau wie bei PewDiePie haben wir ja nur so ein Zehntel wirklich aktive Zuschauer unter den Abonnenten. Was nicht so viel ist und das dann auch noch aufgeteilt auf die ganze Welt, heißt in ganz Deutschland sind nicht ganz so viele. Ich glaube, auf der Gamescom waren mal einige. Oder? Ja, also Gamescom ist halt ein guter Anlass, weil auch irgendwie Gleichgesinnte immer sind. Ansonsten in Berlin oder so haben wir ja schon mal gemacht, so spontan Fan-Treffen oder spontan geschrieben, wir sind da. Dion zum Beispiel war anwesend, einer von drei Leuten. Also kann man mal wieder machen, klar. Aber sonst. So. Ach so, ab 1 Million Abonnenten. Also fleißig abonnieren. Ja. Genau. Macht Zweit- und Drittkanäle, damit schnell die Millionen sind. Ja, damit wir noch mehr richtig... Damit wir noch mehr richtig gutes Abonnenten-Klick-Verhältnis haben. Was soll ich zuerst noch machen? Oh, es hat wirklich geleuchtet. Oh, Super Mario ist wo? Alter, da sind geil. Bestimmt ganz viele Fragen zu allen Spielen in der Super Mario-Reihe drin. Wie ist die erste Frage? Wie ist die erste Frage?
Welche Ursachen haben die bis zu 60 Meter hohen Flutwellen? Ich bin geblendet. Welche Ursachen haben die bis zu 60 Meter hohen Flutwellen, die man im Pazifischen Ozean erlebt? Aus welchem Mario-Spiel ist das? Das ist das Geile. Das Buch heißt das Mario-Quizbuch und es kommt nicht in einer Frage Mario drin vor. Wie entstehen Hagelkörner? Schreibt fleißig Kaufland-Fanfiction. Ja. Wir sind alle dabei. Ich wollte gerade sagen. Er ist der Ex. Er ist der Ex. Ich bin der Bösewicht, der ist auch recht, weil er gefeuert wurde. Genau. So, schön. Das war also das Nostra Feedback. Ich bin Jens Jendrik und das ist jetzt mein Kanal. Auf Wiedersehen. Grüße an Flo. Ja, ich. Grüße an wen?